Wenn wir hier hätten was holen wollen, dann müssen wir aus den wenigen Möglichkeiten, die wir hatten, einfach was machen. Ich glaube, erste Halbzeit waren zwei Möglichkeiten, eine hundertprozentige für den ersten FC Bocholt, wo der, ich weiß gar nicht, wer es war, fünf Meter an die Latte schießt. Wir haben dann eine Situation, wo wir nicht mal zum Abschluss kommen, wo der Joel Zwiekirch den Ball durchs Mittelfeld treibt. Und dann den rechts freilaufenden Kevin Lamidi übersieht, versucht den Ball auf Menke durchzustecken, dann wäre der rechts der Ball einfacher gewesen, da hätten wir zumindest einen Torabschluss aus gefährlicher Situation gehabt. Dann haben wir den falschen Pass gewählt.
Ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir eine hundertprozentige Chance, das 1-0 zu machen in der 50. Minute. Ja, und dann kriegst du halt, wenn du da so in der Tabelle stehst wie wir, kriegst du den Ball, der, glaube ich, bevor er bei Elsinghorst ist, dreimal abgefälscht wird. Ja, dann macht er den eben rein und dann steht es 1-0 und ja, dann waren wir insgesamt nicht zwingend genug und vorne nicht durchschlagskräftig genug, um hier einen Punkt mitzunehmen. Somit müssen wir sagen, wollen wir hier nächste Woche in Oerding. Ich denke, dass wir auch in den letzten Wochen schon schöneren Fußball gespielt haben. Für uns selber die Frage war, Kunstrasen, Rasen, wie entwickelt sich das Geläuf für unsere Art zu spielen, den Ball offen zu lassen. Wurde nach hinten hin eigentlich immer schwieriger. Wir sind aber mittlerweile so weit, dass man sagen kann, egal wer reinkommt, egal wer in der ersten Elf steht, die Jungs zerreißen sich auf so einem Platz, in den Zweikämpfen einfach dagegen zu halten, damit du auch einigermaßen verdient die drei Punkte dann nach Hause hinfährst. Wir haben es schon erlebt, dass wir eben diese Chancen beim Gegner reinbekommen haben und dann auch hinten raus schöne Spiele gemacht haben, überhaupt gar keine Punkte mitgenommen haben, uns alle dumm angeguckt haben und von daher sind wir alle froh, Ende der Hinrunde die 24 erreicht zu haben. Ist, wie ich gesagt habe, einigermaßen erträglich dann und am Sonntag geht es weiter, Punkte oben drauf zu satteln, sodass wir einigermaßen ruhig in die Winterpause rein feiern können. Ansonsten schwere Aufgabe gegen guten Gegner, der mit Sicherheit auch noch zwei, drei Namen nicht in seinen Reihen hatte, die die ganze Qualität nochmal enorm nach oben gehoben hätten. Eine schwierige Aufgabe für meinen Trainerkollegen, der meiner Meinung nach das gut meistert. Ich hoffe auch, dass wir uns schnell irgendwo wiedersehen auf dem Fußballplatz und dem Nachfolger klar auch alles Gute für die Rückserie. Waren immer ambitionierte Aufgaben gegen Hiesfeld. Wir sehen ja und hören und lesen die Schwierigkeiten, die da sind. Ich hoffe, dass der Verein einfach kompakt meistert. Wir haben uns immer hart bekämpft in den ganzen 8 Jahren jetzt fast schon. Und ich hoffe, dass das so weitergeht, für Hiesfeld so weitergeht, man sich wieder sieht. Und ansonsten besten Dank für die Unterstützung und wir müssen einfach so weitermachen wie bisher. Dankeschön. Ja. Dass Hiesfeld immer die Qualität hat, auch Tore zu machen mit den Leuten in den Reihen, haben wir ja gesehen. Wir auch selber hier und da Schwierigkeiten haben, die Chancen konsequent zu nutzen auch. Dann brauchst du vielleicht so ein Zufallsding, wo der Held so richtig steht, die Ruhe hat, den wegzumachen. Auch gut, wenn man einen Gomez und Bogici bringen kann, hinten raus, sind ja alles Dinge, um überhaupt verdient vom Sieg zu sprechen. Auch Bogici hatte mit Sicherheit ein paar Situationen, die er für sich besser lösen kann. Aber ist halt ergebnisorientiert, 2-0. Wenn dann nachher irgendwo 1-1, 2-2 oder vielleicht sogar 1-2 ausgeht, dann heißt das ja, was habt ihr denn da gespielt? Ne? So realistisch sehen wir für uns und auch die Mannschaft. Wichtig ist, dass man merkt, da ist eine Mannschaft, die zerreißt sich einfach auf allen Positionen und schmeißt alles rein. Der Charakter stimmt, die Moral stimmt und ja, da müssen wir weiter dran festhalten. Und dann sind wir froh, dass wir die Leute reinbringen können, wie heute, die dann so ein Spiel einfach entscheiden. Mit dem Tor von Philipp Corus, weil er natürlich überragend wegmacht. Unser Doc hat gesagt, zumindest eine schwere Prellung beim Mittelfuß. Wir werden das natürlich untersuchen lassen im Krankenhaus noch, ob es nicht gebrochen ist. Gut, passiert halt. Ich war keine Absicht, aber da waren auf beiden Seiten dann auch mal zwei, drei Situationen. Da frage ich mich, ob er die Karte nicht dabei hatte, die gelbe. Also das, aber das habe ich nicht verstanden. Auf beiden Seiten kann ich sagen. Auf beiden Seiten. Ja. Aber gut, ist ja bald Weihnachten.